Da Anni eine Freundin von mir ist, wird es für mich ein leichtes sein, hier nicht zu geiern, Leute. Das ist ganz klar, ne? Freundin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wohnungsumstyling, in der ich meine Wohnung von einer RTL2-Messi-Dreckspissbude in eine coole Instagram-Wohnung verwandle. Ich war schon mal da, Leute. Es ist wirklich eine absolute Dreckspissbude. Es ist kein Joke. Airbnb für 1 Milliarde Euro online stellen kann, eine Nacht nur vermieten muss und dann ausgesorgt habe für den Rest meines Lebens. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, Bro. Ja, zumindest soweit in der Theorie. In der Praxis haben wir bisher auch nicht so viel geschafft. Das ist jetzt die dritte Woche an Videos von Wohnungsumstyling. Hat sie die Sommersprossen gemacht oder hat sie die bekommen einfach? Und was haben wir geschafft? Wir haben gestrichen, das war's. Aber zu meiner Verteidigung, es war fucking anstrengend, das zu streichen. Diese ganzen Dreiecke und Beach und da und... Nee, ihr habt das letzte Video gesehen. Es war sehr anstrengend und ich bin noch nicht fertig. Aber damit ich fertig streichen kann, muss ich meine Kommode wegtun. Damit ich meine Kommode wegtun kann, muss ich sie leer machen. In meiner Kommode sind Klamotten drin. Also dachte ich mir, nehmen wir uns eine ganz kurze Auszeit vom Streichen und Möbel tragen und Scheiße machen und machen eine coole Modenschau, in der ich meine Klamotten aussortiere, weil ich habe echt viel zu viele Sachen. Das geben wir uns rein, das geben wir uns rein. Das ist ja... Ich habe wirklich zu viele Sachen. Es ist eine Tragödie. Ich meine... Ja, fang an. Es ist eine Tragödie. Ich will jetzt Klamotten sehen. Mönchengladbach-Protokoll. Okay, ja. Das sind all meine Kleider. Oh, what the fuck, Alter. Ich trage nie Kleider. Warum besitze ich so viele Kleider? Oh, schöne Achseln, aber wirklich. Oh mein Gott. Ich habe ein Problem. Du bist wirklich Real Talk Messi einfach. Okay, ich muss ja nur 600 Klamotten probieren, also let's get this party started, Leute. Ich sehe aus... Ja. Das Ding ist, hier kann ich ja sogar gucken, wie ich will. Man muss ja schauen, wie das sitzt, ne? Monka S. Nee, steht hier, ist gut. Ist ein bisschen so auf Ibiza oder so angelehnt. Könnte so Mykonos Urlaub 2018 sein. Ob ich bei einem Jesus-Krippenspiel in der Kirche mitspielen würde und einen nuttigen Engel spiele... Naja, für nuttiger Engel reicht es nicht mit dem Ausschnitt, Anni. Ich habe keine Erinnerung, mir das jemals gekauft zu haben. Ganz große Gehirnzeit. Bin ich ein hübscher, nuttiger Engel? Ja, man sieht halt keine Achseln, ne? Würde ich das jemals tragen? Ohne Achseln kann man Hübsches Kleid, aber ich werde in keinem Britney Spears Musikvideo mitspielen, also weg damit. Okay. Das ist das Kleid, womit ich zum ersten Mal auf einem roten Teppich war. Ich mag das. Das ist so Cocktailkleid-mäßig, ne? Also man muss ja jetzt auch hier mal... Ne, es ist ein schönes Kleid, steht hier, ist gut, ja, doch. Es ist schön, das Problem ist nur, man darf darin nicht ausatmen, weil da passiert das. Also ich sehe Sieht das halt aus, so man... Ja, es ist schon halt sehr, sehr eng, ne, das ist halt schon sehr, sehr eng. Schwanger wäre, weil es ein hautenges Kleid ist. Also wenn ich das trage, dann... Dreh mal rum, yalla. ...darf ich weder den ganzen Tag irgendwas essen, noch atmen, noch gemütlich stehen. Aber ich behalte es trotzdem, weil das ist mit fast allen Frauenklamotten so, also... Ich behalte es. Ich weiß nicht, was ich mir dabei... Digga, das ist ein weirdes Kleid. Das ist ganz, ganz weird. Das verstehe ich nicht. ...was ich jemals gedacht habe. Ich sehe aus wie eine... billige Prostituierte. Nehmen wir das und schließt das einfach in eine Kiste namens... Eine Phase, in der Anni einfach unfassbaren Geltungsdrang hatte und einfach jeden Tag irgendwie sexy aussehen wollte. Was ist das denn? Ja, verstehe ich jetzt auch nicht. Vor allen Dingen, also das Kleid sieht jetzt auch nicht sexy aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist gar nicht meins, ne? Knappes Ding, knappes Ding. Ein bisschen aus die Tarzan. Oh mein Gott. Ich bin eine Prostituierte aus dem Dschungel. Perfekt. Das kommt Perfekt. Weg. Mhm. Warum besitze ich so viel Ausgehkleidung? Ich gehe... So Cocktailkleider und sowas, ne? Ich habe lange niemanden mehr gesehen, der sowas anzieht. Muss man auch dazu sagen, ich war auch lange nicht mehr feiern, weil alle Clubs zu haben. Ich glaube, mit 19, 18 das letzte Mal feiern? Warum besitze ich so viel von dieser Kleidung? Weg damit. Keine Ahnung, warum ich so viele Abend... Sieht aus wie so ein Nachthemd. Kleider besitze. Das sieht so schick aus. Warum sollte ich mich jemals so schick anziehen? Außerdem ist es mega durchsichtig. Es kommt weg. Mein Kleiderschrank schreit mich an und sagt... Das sieht so das sieht nach Identitätskrise, nach Goth Girl so ein bisschen aus, ne? Da war sie auf jeden Fall...
Da wollte sie wer anders sein. Ja, interessant, Anni. Analysieren wir deine Psyche weiterhin über deine Klamotten. Sag mir, du bist eine Partymaus. Oh mein Gott. Geh raus mit deinen Freunden. Trink Prosecco. Ich habe dieses Kleid noch nie angehabt. Ich wusste gar nicht, dass ich das besitze. Warum habe ich so viel Ausgehkleidung? Ich gehe nie raus. Behalte ich sie für den Fall, dass ich mal rausgehe? Gebe ich sie weg, weil ich niemals ausgehen werde? Mhm. Aber das könnte man auch auf eine Beerdigung tragen. Und da ja, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu knapp ist für eine Beerdigung, to be honest. Also, no front an der Stelle, aber also eine Beerdigung, da sehe ich dich nicht mit dem Kleid, muss ich ganz ehrlich sagen. Werde ich wahrscheinlich öfter sein als in der Disco, also behalte ich das. Das geht nicht mal mehr zu. Es ist so kurz. Ich muss mich nicht mal bücken, um an meinen Arsch stehen. Das ist auch ein ganz weirdes Outfit. Ganz kurze Frage an den Chat. Man sieht das hier vielleicht nicht, aber ich habe hier auch eine Latzhose an. Man sieht da einen Schwanz voll, ne? Findet ihr Latzhosen bei Männern scheiße oder geil? Weil die habe ich mir zu klein gekauft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hab da irgendwie bei der Fortnite-WM einfach mal eine Latzhose angehabt. Ich weiß nicht warum. Ist ein bisschen weird, ne? Das ist das Ding. Ich finde, was ich auch gemerkt habe bei dieser Fortnite-WM, Frauen fanden das richtig, richtig krass und haben über viele Komplimente dafür gegeben. Aber Kerle meinten, Digga, das ist Gay-Shit, zieh das aus. Keine Ahnung, ich glaube, das ist auch hier sogar die Verteilung im Chat. Weil die meisten, die hier schreiben, geil, haben weibliche Namen. Okay, merken wir uns so. Frauen klären über Latzhosen. Bauarbeiter, ihr habt einen Vorsprung. Rein. Man sieht einfach meinen Arsch von hinten. Ich behalte es auf jeden Fall. Spaß, natürlich. Weg damit. Ich kauf das. Was ist das denn, Digga? Das ist ja mal ganz seltsam. Ich sehe aus, als würde ich in einem Donut-Shop arbeiten. Mhm. Es fehlt nur noch so keine Schürze. Warum kaufe ich solche Klamotten? Das sieht wirklich seltsam aus. Vor allem, dass man es da oben nach unten hin aufmachen kann. Ist praktisch, aber auch irgendwie sau weird. Ist so ein Schnellfickerkleid, ne? Mit. Ich habe dieses Kleid auf Wish bestellt. Auf Wish sah es cool aus. In Realität ist es ein Kartoffelsack. Bestellt niemals irgendwas auf Wish. Niemals. Ja. Damit. Das ist mein Abiball-Kleid. Das ist aber actually ein schönes Kleid. Ich passe noch rein. Ich bin gar nicht so viel fetter geworden, als ich dachte. Das ist nur Stretchstoff, Anni. Es hat sogar an der Seite so ein Schlitz. Sieht man das? Hui! Ein Schlitz. So nee, sah ist ein ich schönes aus Kleid. Das kann man behalten. Jahren, als ich Abitur gemacht habe. Ja, wurde von niemandem zum Tanzen aufgefordert. Aber das ist schon okay so. Meine Schuhe waren eh so hoch und unbequem, dass ich damit nicht hätte tanzen können. Bequem. Das ist alles so gekommen, wie ich kommen schönes, sollte. Ist ein gutes Kleid. Schule war scheiße. Ja, das ist cool. Sieht gut aus. Das ist mein anderes Abiball-Kleid, was ich morgens in der Kirche anhatte. Das ist sehr viel enger. Ich bin doch fetter geworden als früher. Muss man zwei Abiball-Kleider haben? Ist das so? Ist das so? Ich hasse dieses Kleid. Vor allem, weil damals hat noch eine Freundin zeitgleich Abi gemacht und ich war das auf ihrem Abiball mit diesem Kleid. Und es gab einen sehr unangenehmen, ekelhaften, pädophilen Fotografen an dem Tag, der viele Mädels, unter anderem mich, versucht hat, in Gebüsche reinzuziehen. Es ist alles gut gegangen, aber es war ziemlich scheiße. What the fuck? Immer wenn ich das Kleid sehe, muss ich daran denken. Also, halten. Weggeben. Ich mag das Kleid. Ich würde es behalten. Auch wenn es hautfarben ist und man von beiden denkt, ich könnte nackt sein. Das stimmt tatsächlich. Sieht wirklich so aus. Wenn sie sich jetzt hier noch so zwei Punkte hinmacht wie Nippel, dann ist... Aber ich mag das Kleid. Verstehe ich nicht. Ihr erinnert euch alle an dieses Outfit, oder? Von meiner Beer Review. Ja. Boah, Moment, Alter. Ich behalte das mal. Irgendwann falls wir ist noch wieder. Meine Beer Review machen. Irgendwann ist ja wieder. Machen wir noch meine Beer Review? Ich will mitmachen. Ich kipp mir mit dir 30 Liter Bier in den Kopf, Anni. Ich sag's, wie es ist. Mein Vater arbeitet in der Brauerei. Nein, er ist kein Alkoholiker. Das ist noch ein Kleid von Wish. Wie kann denn jedes Kleid von Wish scheiße gestellt? Warum bestellt man was von Wish, Digga? What the fuck? Es hat 2 Euro gekostet. Ich hasse es. Es kommt weg. Ich bin zu fett für das Kleid. Scheiß drauf. Nächstes. Okay, ich krieg das nicht mal über mein eines Bein, Alter. Was zum Fick? Das ist mega schön, Alter. Das behalte ich. Das ist echt cool. Das ist eine Prinzessin. Oh mein Gott. Das ist so ein Ich bin die perfekte Schwiegertochter-Kleid. Das zieht man wirklich so an, wenn man die Mutter von dem Freund kennenlernen will, wa? Das,
Wieso siehst du so jung aus? Ich hab mir den Bart rasiert. Hört doch auf, Mann. Ich wurde eben beim Zigaretten kaufen. Ich rauch nicht mal. Nach dem Ausweis gefragt. Ich wollte einen Red Bull kaufen. Hat gesagt, Ausweis zeigen. Du bist 14. Ich behalte das mal. Nur für alle Fälle. Das ist ein Kleid, was ich sonntags zum Blumenpflücken mit dem Geist meiner verstorbenen Oma tragen würde. Ah ja. Ich find's wunderschön. Ich trage das. Ich behalte das. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein schickes Kleid für einen Tag im Park ist oder, wenn ich mit der richtigen Schminke rausgehe, ich aussehe wie ein Clown wegen diesen riesigen Puffärmeln. Ja, ich behalte es, ich mag Clowns. Das ist mein Lieblingskleid. Es hat ein Herz aus Schnitt, es ist aus Spitze, es ist beige und das Allerbeste, es hat Taschen, das ist wichtig bei einem Kleid. Gibt's normalerweise gar nicht, ne? Siehst wie früher aus, ohne Bart. Taschen. Ich liebe es. Ich behalte es. Für heißt, ich bin de facto eigentlich gar nicht gealtert. Ne? Ich habe die Haare wieder so wie früher. Ich habe keinen Bart mehr. Ich bin wieder ich. Kurzer Zwischenstand. Ich habe meine Kleider aussortiert. Ich habe fucking seltsame Kleider. Was habe ich bei den meisten gedacht? Ich bin nicht so nuttig, wie es in meinen Kleidern gewirkt wird. Das tut mir furchtbar leid. Jetzt alles gut, Anni. Mach dir keinen Kopf. Anna the Rain, danke schön für den Sub. Kuss. Jetzt geht's weiter mit Hosen. Hosen. Eric B. Bruder mit 9,99 Euro. Ein bisschen ein sensibles Thema, weil Hosen sind, zumindest meine Hosen, in 90% der Fällen sind die ohne Stretch. Und deswegen passe ich in die meisten von denen nicht mehr rein. Ich habe zugenommen, ein bisschen. Dafür trainierst du ja auch eigentlich mit dem gleichen Personal Trainer wie ich, mit Jazz nämlich. Aber scheinbar funktioniert das heute nicht mehr so. Also Anni, ne? Progress, wo ist der Progress? Space Army YouTube, danke schön für deinen Sub. Kuss. Ein bisschen viel, vielleicht so 10 Kilo zugenommen. Ich bin immer noch nicht dick, würde ich sagen, aber nee, ich bin trotzdem breiter als früher. Aber ich glaube, jetzt hat sie eine sehr, sehr gesunde Körperform, eine ganz normale, gute Körperform. Ich bin ja mit ihr befreundet, so ich darf das sagen. Ich will ja niemanden schämen, aber ja, wenn man 10 Kilo zunimmt, dann auch so aussieht, dann war man vielleicht sogar ein bisschen zu dünn. Weiß ich jetzt nicht. Ach, ist ja auch scheißegal. Jedem das Seine, jeder soll seinen Körper so lieben, wie er ist. Drauf geschissen, ich darf hier gar nicht judgen, ich halte einfach mal Maul. Ich sehe nämlich aus wie der letzte HS. Und deswegen passe ich dich in meine Hosen. Und es ist nervig. Und ich wollte sie nicht weggeben, weil ich mir dachte, oh ja, ich nehme irgendwann wieder ab und dann passe ich da rein. Klar. Und jetzt aktuell akzeptiere ich einfach, nö, werde ich nicht. Also sortieren wir die aus. Na gut. Let's get this party started. Das sind echt viele Hosen. Fangen wir erstmal mit den kurzen Hosen an. In die passe ich nicht rein. Die ist fucking hässlich. In die passe ich nicht rein. Bist du ein Rock oder eine Hose? Es ist... Boah, das ist unfair. Es ist beides. Und das sind so Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Wie kann man zeitgleich einen Rock und eine Hose tragen? Das ist so, wie wenn man angezogen und nackt gleichzeitig ist. Das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Weil mit einem Rock ist man mehr nackt als mit Hose. Muss man so sehen. Ah, die ist neu, oder? Nee, die ist nicht neu. Ah, Kleidergröße 1. Ah, jo. Das ist nur eine Sporthose. Die ist nice. Die ist stretch. Was sind hier rein? Digga, was ist das denn? Also... Das ist auch, da sehe ich ja Justin drin im McLaren mitfahren, in der Hose hier. Muss ich ganz ehrlich sein. Da sehe ich Justin, in der Hose sehe ich Justin einfach mit einem Polohemd. Warum besitze ich sowas? Das passt nicht mal auf die Hälfte. Bro, das ist einfach, das ist aus irgendeinem Fetischshop. Sicher, dass du die richtige Schublade aufgemacht hast, Mann. Michi Riegel, danke schön für deinen Zap. Meiner vorderen Teil meiner Hüfte, wieso das? Im McLaren, ja genau. Oh mein Gott. Ich habe noch 4 kurze Hosen von 20. Jetzt kommen die langen Hosen, die sind noch mal eine Nummer härter. Ich probiere nur ein paar an, aber bei den meisten weiß ich, dass sie nicht mehr passen. Ich habe mir einmal eine teure Jeans bei Levi's gekauft. Damals konnte ich die anziehen, habe aber im Laden nicht ausprobiert, ob ich mich damit auch hinsetzen kann. Ich konnte mich damit nicht hinsetzen, als ich zu Hause war. Imagine, du kaufst eine Hose und bist die ganze Zeit so, stehst die ganze Zeit so still, Junge. What the fuck? Ich wiege jetzt noch mal 6 Kilo mehr. Bist du schön. Was ist das für ein Ball? Dieser Ball hier, Leute, was meint ihr? Meint ihr das hier, dieses weiße Ding? Das weiße Ding ist nicht da, wo ich hingucke, sondern tatsächlich, wenn ihr das seht, dann habt ihr, dann, ja, dann seid ihr geistig behindert. Glückwunsch, dann habt ihr ein Problem. Also ich sehe diesen Ball hier nicht. Und die hat 110 Euro gekostet. Meine Schwester wird sich freuen. Ja, nein. Auch wieder so ein seltsames Piece, ah ja. Aber der Gürtel ist nice. Gürtel sind deine Freunde. Sie passen, vor allem wenn sie überall Löcher haben. Ja, klar. Check this out.
Was habe ich mir dabei gedacht? Ich schwöre es euch, meine Klamotten sagen das vielleicht, aber ich habe nicht nebenbei einen Job, wo ich nachts Leute peitsche oder so. Es tut mir leid. Die Hose ist auch, das ist aber so eine Hose, die sehe ich so oft, so beim Feiern bei ganz vielen Frauen. Die haben diese Leggings an, wo dann so, also die ist so im Lederlook, diese Leggings. Und das sieht teilweise wirklich einfach aus wie eine gottverdammte Domina-Hose. So Latex, Leder, irgendwas. Ja, warum nicht, Digga? Warum nicht, ne? Sehe ich in Köln immer noch ganz oft, wenn Mädels feiern gehen. Beispiel Schmiller, diese Arsch, so gut in diesem, weißt du? Mein Gott. Ah, in welchem Paralleluniversum passe ich hier rein? Das ist so breit wie mein Kopf. Ich kann die nicht mal als Hut anziehen. Warum sollte man eine Hose als Hut anziehen? Sollen meine Beine da reinpassen? Oh mein Gott. Das ist meine Schuhgröße. Die ist ganz cool, weil die hat so einen Cut unterm Po. Das heißt, wenn man kacken muss, kann man einfach rausscheißen. Sau nice. Und ich finde das ganz cool, weil es so ein bisschen sexy ist. Aber in Realität habe ich mich noch nie getraut, die draußen anzuziehen, weil ich immer dachte, ich will nicht, dass da jemand reinpackt. Also. Das ist halt, glaube ich, echt ein Ding. Es gibt sicherlich Wichser, die sowas machen würden. Safe, würde ich auch nicht draußen anziehen. Yo, Jolly Oint the Chat, raus mit dir. Ich behalte die mal, weil eigentlich sieht die ganz cool aus. Aber ich bin halt nicht mutig genug, um eine Hose zu tragen, die unterm Po einen kleinen Schnitt hat. Was krass wäre, du würdest diese Hose anziehen und machst dann aber direkt ans Bein so eine Mausefalle oder so einfach so Rasierklingen oder so mit HIV-infizierte Nadeln und jeder, der da reinfasst, der stirbt einfach direkt. Sau geiler Prank. Dafür bin ich noch nicht selbstbewusst genug. Claire Panda, danke für deinen Zeit. Noch eine von diesen Hosen mit dem Schnitt unterm Po. Was denke ich mir dabei? Warum kaufe ich Klamotten, wenn ich nicht selbstbewusst genug bin? Also, wie gesagt, ich sehe da einen Kackbeutel dran. Oder halt meine andere Idee mit den Fallen. Wir können was basteln. Meld dich. Dann zieh mir mal diese seltsamen Hosen an und guck mal, wie die aussehen. Das sieht aus wie eine Pyjama-Hose. Finde ich aber, to be honest, nicht schlecht. Ich mag so Hosen. Die sind so Anzug-Kordstoff so ein bisschen so. Grobmaschige Baumwolle, irgendwie sowas. Ich habe gerade einfach irgendwelche Begriffe gesagt. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Aber ich finde die Hosen actually ganz nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die nicht schlecht so. Ich finde es gar nicht so bad, aber ich würde... Ja, meine ich auch. Würde sie niemand anziehen, vor allem, weil sie halt so jung... Revi, du bist noch zu jung für Anni. Ich bin 26, 7 und ich sehe aus wie ein 14-Jähriger ohne Bart. Krieg ist und... Ich finde die nicht schlecht. Nächste. Es weihnachtet mit dieser Hose, was? Nee, das ist auch so, das ist so, dazu jetzt eine Michael Kors-Uhr, eine weiße Bluse und eine Michael Kors-Handtasche und dann kannst du auf dem Campus irgendeiner x-beliebigen BWL-Universität rumlaufen. Was soll ich sagen? Ja, die ist zumindest stretchy, deswegen ist die ganz cool. Ich glaube, ich behalte die. Oh mein Gott, die Hosentaschen sind fake. Warum macht man... Was soll sowas, Digga? Wirklich, was soll sowas? Und das! Okay, nächste. Okay, dann... Nee. Das ist die gleiche Hose wie eben, nur in der Wish-Version. Finde ich die nicht aus, geil. Einen Schwanz hätte. Ja, finde ich nicht gut. Hier ist sie viel zu weit, aber hier ist sie viel zu eng, Alter. Ich hasse sie. Weg damit. Erstens, die ist auch von Wish. Zweitens, die Hose ist nice. Wenn ich als Pantomime auftreten wollen würde. Weg damit. Nice. Nice Hose, Cargo-Hosen, Digga. Cargo-Hosen. Meiner Meinung nach generell alles, was so ein bisschen in die Richtung Techwear geht, wo ja auch Cargohosen und sowas herkommen und so asiatische Sachen, finde ich immer sehr geil. Ich trage aber auch, muss ich auch gerade sagen, eine Skinny Jeans, die einfach viel zu eng ist. Und Digga, ich sehe darin aus wie letzter Affe, Alter. Also Skinny Jeans und Cargohosen, it is. Also Cargohosen finde ich nice, finde ich sehr cool, steht ihr voll. Ich mag die Hose, auch wenn ich nicht cool genug für sie bin und wenn dieser Knopf immer aufgeht, aber ich mag sie. Ich fühle mich mit ihr powerful und cool. Yeah, okay. Okay, erstens. Gut, absolut okay Hose. Hosenbeine, ein bisschen eng anliegender wäre geil. Rock More, was da drauf steht. Ganz, ganz seltsam. Da müsste irgendwie. Rock. Rock hoch. Ach, scheiß drauf. Nee, Immer noch eine Hose von Wish. Immer noch sitzen die Scheiße. Und immer noch eine Hose, die zu cool ist für mich. Was ist das? Rockmore, als ob ich so cool wäre. Oder Cockmore, Fuckmore, More Money, Enjoy Life, YOLO, Swag, Notification Gang, we lit. Ich hab, glaube ich, gerade einen Schlaganfall. Oh mein Gott. Es gibt nur noch eine letzte Sache, die ich aussortieren muss, und das sind Oberteile. Oh, Digga, auf der Hose muss More Game draufstehen. Das ist stark. Mr. More Game Hosen, die würde ich rocken. Aber...
Weil ich so exorbitant viele Oberteile besitze, habe ich einfach die, die ich eh trage, schon mal auf einen Haufen getan, mit trage ich auf jeden Fall. Und die, wo ich mir nicht sicher war, mal zum Anprobieren bereitgelegt. Und wir machen das jetzt im Schnelldurchlauf. Okay. Los geht's. Yep. Ja. Nee. Ah, okay. Ja. Ja, ja. Oh, yep. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, definitiv. Ich glaube, ich habe Anni schon 200 Mal darin gesehen. Ja. Ja, ist von Tamina. Yeah. Ja, vielleicht doch. Hentai and Chill. Was ist? Was ist Hentai? Nur mal kurz hören, wie sich Hentai anhört, Alter. Boah, ey. Oh. Aber gut, dass es hier so... Yeah. Yeah. Also das ist auch... Das. Nee. Da hast du diese Domina-Hose, sehe ich ja. Dann schön Montana Black die Achseln peitschen. Ich merke, ich trenne mich von keinem Oberteil. Und das hat Ketten und ich dachte, das wäre ein auf jeden Fall No. Aber irgendwie sieht das ganz cool aus, also yeah. Okay, ich habe keinen Bock mehr, einmal die Klamotten anzuprobieren. Mhm. Ich sortiere die restlichen Oberteile so. Okay. Und es ist ja nächste Woche und dann werden Möbel aufgebaut und das Zimmer wird fertig gemacht. Notification, ja, Gang! We lit! Ach ja, folgt mir auf Twitch und auf meinem zweiten Kanal. Jeden. Okay, sehr schönes Video, Anni. Danke dafür. Sehr, sehr geile Nummer. Absolut arschgeil. Schönes Video. Schaut auf jeden Fall gerne bei Anni vorbei.